Nein, Ah, ey, Umut, du bist Mod. Mach ein bisschen sauber. vallahi ya, herkes bize küfür ediyor. Warte kurz, ich hab. Evet, danke. Ich hab. Vallahi ich hab. Guck mal, ich hab Umut Mod gemacht. Mode und trotzdem macht er nichts. Also das heißt, Ich hab schon. es gefällt ihm was. Ulan tam pişler burada. Leute, hört auf damit, ja, Wallah. Guckt, das als Unterhaltung, Leute, Was Wallah. arbeitest du für Barello? Was anderes, warte mal. Ich will nur sagen, ich gucke nicht auf diese Peach, was sie schreiben. Das sind nur alle kleinen Kinder. Wichtig ist, wie geht's dir, Barella? Warum, du darfst nicht auf Kommentare achten. Achte nicht. Ich achte gerade auf dich, aber ich sehe, meine Name geht wichtig. Das bedeutet, ich nehme was Wichtiges, dass sie über mich reden. Das ist gut, Wallah. Umut! Ha. Barello, schau mal, private, warte. Junge, du mit deinem Privat, Wallah. Barella, lass uns schlafen, ja. Lass mal diese TikTok mit. Wir haben noch gut verdient heute. Ich hab 1800 verdient. Wie viel hast du verdient? Wallah, du geht es nur um verdienen. Mach das nur ein bisschen ohne verdienen. Einfach so Spaß haben, ohne Nein, mach ich Menschen. niemals. Ich hab mein Geld gemacht, reicht. Geil ist das. Barella, wegen was machst du TikTok? Erklär mir. Hast du heute gemacht? 1800, oder? Ja. Ich komme Aber gleich wieso gerade. kommt ein Gast und sagst, warum kriege ich kein Geschenk? MVP. Wer? Du bist doch Gast hier gekommen und hast gesagt, warum kriege ich kein Geschenke? Nein, ich habe nicht gesagt. Wir haben unser Geld gemacht. Lass uns schlafen gehen. Ach so. Şimdi buradaki pişlerin içi gidiyor. Bu parayı bahsettiğim zaman. Öyle değil mi Umut? Ya. Bazı pişlerin götleri yanıyor. Yani ich verdiene ungefähr am Tag so 1,5, 1,3. Barello verdient so ungefähr zwischen 4, 5. Umut verdient zwischen 3, 3,5. Barello, was verdienst du? Auch so zwei, zweieinhalb. Auch so. Wo du bist stabil anzus geworden? Ja, das ist unterschiedlich. Vielleicht 1000, so. Bist du Wallah, 2000 auf Barella. 1000? Ich bin enttäuscht von dir, Barella, dass du Kopf in Toilette hattest. Warum? Mach Ach, mal schau durch. mal, ich sag dir was. Wo ich in Berlin war und diese Person gesagt hätte, tu deinen Kopf in Toilette und hätte mir Toilette gebracht. In diesem Wallah? Moment, ich hätte auch Kopf in Toilette gemacht da. Schwör? Ich schwör. Angst hattest, Junge. Ja, wallah, ich hatte Angst. Ja, warum, Junge? Du kennst dich nicht. Ja, aber Wallah, ich in diesem bin. Moment, ich wusste nicht, was ich mache. David, ich küsse dein Herz. Wenn 10, 15 Leute vor dir stehen, weißt du. Aber nächstes Mal, ich mach nicht. Wallah, ich mach nicht. Da sollen sie mich kaputt schlagen, egal. Vergiss nicht, Umut Mod wieder wegzumachen. Vergiss dich nicht, Umut Mod wird direkt weggemacht nach dem Stream. Aber Ido, Ja. warum ist bei dir hell? Weil ich in Heimat bin, Türkei bin. Ist bei dir schon hell? Ja, ich bin mir jetzt in ein paar Minuten ist Asan. Boah. Jetzt in 2, 3 Minuten. Warum habt ihr jetzt Gas gemacht? Keine Ahnung, Barello wurde so. Ey, warum entscheidet immer Barello über unser Leben? Wallah, wenn ich werde dir irgendwann was reinballern. Was ist, wenn du bist?
Ich werde. Aber deine Zuschaueranzahl, sein neuer Account ist nicht mehr so wie davor. Ja, Mann, dieser neue Account nervt, wallah. Ja. Du hattest eigentlich immer konstant so deine 5, 6. Wallah, ja. Inshallah werde ich einen späten Montag. Ach, kriegen wir schon hin. Ach so, Barello, bist du gesperrt auf den Hauptaccount? Ja. Wie lange? Ah. Keine Ahnung, wie lange. Ich versuche zu klären. Ich kläre für dich, wenn du willst. Was glaubst du bitte? Hallo, dein Account ist auch gesperrt. Nein, der ist weg. Der ist weg. Harun, sein ist weg. Nicht gesperrt. Wallah? Ja, wallah. Warum? Hassan meinte, er hat das gemacht. Weiß ich nicht. Meiner ist auch weg. Ey, sind das Geschenke für mich oder für Barello? Für Umut war das. Dankeschön. Danke für die Krone. Junge, Barello schlägt keiner was. Guck mal, Crown, danke, Crown. Wallah, der mir diese Elefantrüssel schickt, ist noch nicht geboren. Ey, wach. Guck mal, bei Barella traut dieser Typ einfach diese Stiefel zu schicken. Stiefel. Ich glaube, keiner traut sich bei mir. Bei mir auch nicht. Wir wissen, was passiert dann. Würde bei mir jemand schicken, oh mein Gott, was ich mit ihm machen würde. Oh mein Gott, Alter. Ich würde ihn in Hannover einladen, Wallah. Egal, Leute, schickt's mir nichts. Schickt's alles Barello, weil der ist Platz. Boah, Gänsehaut, Wallah. Der ist Lale, wer ist das? Alles ihn, ich will heute nichts, ich will heute. Wer ist jetzt? Halt? Alle bei Barello fürs wegklauen und schickt alles, was ihr wollt bei ihm, Wallah. Wallah, schickt's mir heute nichts, es ist schon spät, schickt's alles Barello. Schick beide nicht, schick mir einfach. Oh, Donita, danke, Donita. Ja, hol mal Harun rein, hol mal Harun rein. Harun ist schon. Harun ist der meist geheimte TikTok, was für der ist drin, was laberst du? Doch, der Shit, hol rein. Ist das sein Account? Ja, das ist sein Account. Leila. Sag Wallah? Ja, Wallah ist der. 27.000, das ist seiner. Bin ihm gefolgt, niemals. Doch, doch, das ist er. Schreib doch mal. Welche soll die essen? Hol den doch mal rein, ja, Salame. Ist eine. Sag ihn, dass ich schreibe nochmal. Ich sehe nicht. Harun, schreib mal nochmal. Ja, sehr danke. Ninja, danke. Ich sehe nicht. Okay, hier. Aber. Hallo. Oh, der meist gehypte TikToker, Wallah, was geht? Boah, ich hab kein Internet. Ivo. Salamu alaikum. Ivo, salamu alaikum. Eigentum. Hallo. Hab ich was verpasst? Ja. Hat einer deinen Account gesperrt? Ja, aber egal, Wallah, TikTok ist. Wallah. Keine Ahnung, TikTok ist mir egal, Wallah. Ich mach gar nicht mehr, Wallah, juckt mich nicht mehr. Aber Harun, ja, guck mal, vor fünf Monaten wurde mein bester Account wieder gesperrt mit 80.000, danach wieder mit 90.000, jetzt 140.000, ungefähr fast 400.000 wurden insgesamt locker gesperrt. Wallah, kein Bock mehr. Aber Harun, das machen Leute, das weißt du schon. Bei mir genauso, Wallah. Digga, das ist scheiße, Bruder. Einmal 50k, einmal 130k. Okay, Cristiano Ronaldo, sonst hättet ihr 100 Millionen Follower. Chill mal ein bisschen jetzt. du wurdest noch nie gesperrt, Alter. Wallah, Barello wurde noch nie gesperrt. Oh, Junge, mein Hauptaccount ist weg mit 800.000. Ach so, scheiße. Ja, egal, ich kläre, ob ich hole wieder, Abi.
Ich schreib jemanden an, warte kurz. Lass mal diese Filme, ich hol wieder und so. Jeder sagt das, voila. Im Endeffekt, die können ihren eigenen nicht mal wiederholen. Die können sich alle ein... Junge, keiner. Aber egal, hat sich gelohnt. Kopf in Toilette, die Pagabe hat sich gelohnt. Boah, Junge, diese Beige halt da. Voila, die habe ich bestellt. Boah. Die sind aber echt gut aus. Ey, ich hatte die noch gar nicht draußen an, Walla. Ey, zieh die mal an. Soll ich die auf Umhuts Kopf packen? Damit er sich entschuldigt. Ey, wie Barella lacht, obwohl ihr zusammen draußen wart. Was sagt er da? Über 1,5. Warum, was ist los mit dir wieder? Hä? Hast du und Aladdin die euch gegenseitig gefickt oder was, dass du so redest mit mir? Ey, pass auf, wie du redest, Umut, Walla. Ich rede so, wie meine Eier wollen, was willst du machen? Wieso fängst du an? Deine Eier, ich pack die in deinen Mund, deine Eier. Oha. Ich hab doch Spaß gemacht, da treibst du direkt, Walla. Alles klar, okay dann, ich weiß Bescheid. Junge, okay, weil du Kampfsport machst, hast du dich zu gerockt gemacht. Kampfsport und ich ficke dich, was für Kampfsport, Junge, die ganze Kampfsport. Hat jemand dich gefickt, der Kampfsport? Du Schwanzgesicht, Alter. Was machst du, jeden ficken kannst oder sonst nicht was? Fick ich, deine Eier, Walla, du Schwanzgesicht, fängst mich an zu beleidigen einfach so. Junge, nee, ich hab nur gesagt, Balenciaga auf deinen Kopf. Alles klar. Er sagt nur. Er sagt nur, als wäre das Normales. Aber warum hast du das so ernst genommen, Umut? Walla. Zick dir geht rund. Ey. Junge, was ist bei dem, Walla? Ey, du sagst wie? Ich habe nur dies gesagt, als wäre das was Normales. Junge, ich habe doch nur gesagt, meine Balenciaga ist auf deinen Kopf, ein auf den. Junge, wie ein auf den? Was soll das heißen? Ey, übertreib ein bisschen, Walla. Weil er Kampfsport macht, ne? Junge, er, Atlantics und so, die denken alle, weil die Kampfsport machen, die sind The Rock geworden, Alter. Chillt mal, Walla. Nimmst du die ernst? Walla, ich wollte ihn, Junge, ich hab doch Spaß gemacht, er hat das so ernst genommen. Walla, er soll man nicht übertreiben, Mann. Ist doch alles gut. Hol ihn mal rein. Aber er hat echt ein bisschen übertrieben, finde ich. Oder ich hab doch, hätte er zu mir Schuh auf Kopf gesagt, ich schwöre auf Allah, ich hätte das Spaß genommen. Ich hätte gelacht, Walla. Junge, guck mal, Aladdin, du bist dann der Peach, Aladdin. Ruf dich seit einer Stunde rufe ich dich an und du kommentierst hier in den Chat. Hier kannst du kommentieren, aber bei mir nicht reingehen. Walla, du bist Hamlet-Knecht. Weißt du warum? Weil er deinen Hype will. Er ist mit dir befreundet nur wegen Hype. Was laberst du, Junge? Ich hab seine ganze Familie kennengelernt. Ja und? Wegen Hype. Laberst du, Junge? Was? Er sagt wegen Hype. Ach so, er war gar nicht zu Hause. Hol mal Umut rein. Walla, er übertreibt. Ich hoffe, Koran, er übertreibt. Walla, er übertreibt. Ey, Umut, komm rein. Wenn du mein Bad respektierst, Umut, komm rein. Für mein Bad, für andere Sachen, egal, was du machst. Für mein Bad, respektier mein Bad wenigstens. Was geht, Jule, schon? Alles gut? Bestellst du noch bei Jolly Shop? Ich habe letztens Tüte von ihm bekommen. Aber nee, nicht mehr. Ist er stabil? Ja. Der Typ von Jolly Shop, hat er was zu sagen in Hannover? Maskara. Ja, Wallah. Er schickt ihm ein Paket. Also. Magalu, lass Freitagsgebet mit Maga. Wallah? Ja. Bei Allah komm. Du kommst eh nicht Freitagsgebet, Mann, du lügst.
Ich bin satt. Schmeckt nicht? Schmeckt nicht? Und wo hast du das gekauft? Keine Ahnung. Ey, aber ich weiß nicht, ey, guck mal, Wallah, ich habe eine ernsthafte Frage an die Leute hier im Chat, ne? Ich weiß nicht, ob mir das nur so selber so auffällt oder so, aber irgendwie macht TikTok gar keinen Spaß mehr. Es ist nicht mehr das alte, Wallah. Wie kommt man nie als Gast? Ich weiß nicht. MVP, du hast keinen Einkauf-Follower. Ja, Wallah, Wallah, früher war mal lustiger, ne? Es war vor 4-5 Monaten irgendwie anders, Wallah. Vor 5-6 Monaten. Es war irgendwie ganz anders, neue Charaktere und so. Aber jetzt, keiner kommt mehr live und so, alle Streamer sind irgendwie tot, Wallah. Ja, alle Streamer nur auf Geld. Alle haben irgendwie ihre Balenciagas aus. Guck mal, ich habe zum Beispiel Balenciagas ausgesorgt und so. Ich komme auch nicht mehr. Wallah. Aber bald fange ich wieder an, weil ich will neue Weiße. Meine neuen Weißen sind schon zu dreckig. Guck mal, hallo. Du wasch Maschine rein, Junge. Geht nicht. Ich hab schon 2-3 Mal Wanda. Doch. Aber guck, ich zeig dir alle meine Balenciagas. Wie findest du die? Die sind gut. Rot-weiß. Oh, die sind auch gut. Wallah. Aber wann kommt neue Kollektion? Guck mal, die. Wallah, die. Geht. Die in beige finde ich schön. Voilà. Die in beige sind die schönsten. Zeig mal die in beige. Barello, lass ich und du Mekka gehen, Barello. Voilà. Lass Mekka. Inshallah bald. Aber zeig die in beige erstmal. Wow. Wow, du hast Geschmack. Ich hab die noch gar nicht angezogen. Wallah. Oh, welche Größe hast du? 43. Ja. Du? Bei Balenciaga hol ich 46. Hm. Barella, du musst noch Gas geben. Du hast nicht ein paar Balenciaga, Wallah. Ich weiß, ich glaube, wenn ich erste Balenciaga bekomme, ich sitze mich erstmal drauf. Hast du wirklich? Nein. Ey, warum klärst du nicht wie ein paar Balenciaga? Soll ich eine Kooperation klären, Barella? Willst du welche? Ja, klar, ich mach Video, ich setz mich dann drauf, ich sag danke, Harun. Danke. MVP, morgen tue ich dich rein, morgen. Wallah, ich will Mekka fahren bald demnächst, Barella. Kommst du mit? Wallah, richtig schön, ja. Wo Junge, wenn man Mekka ist, man wird anderer Mensch, Wallah. Man ist von seinen Sorgen weg und so. Man wird automatisch anderer Mensch, Wallah. Ja, ne? Wenn du da bist, weißt du erst richtig, was der Islam ist, Wallah. Dieser Aladdin ist voll auf Fame bei dir, ne? Harun, was? Ah, mit Aladdin fliege ich nach Dubai in einer Woche. In eineinhalb. Ehrlich jetzt? Komm mit, Wallah. Wir wollen buchen jetzt. Aber wir müssen rechnen, wie oft Kopf in Toilette sein muss. Ja, von wo hast du... Lass eine Woche, bevor wir nach Dubai fliegen, richtig Gas geben. Jeden Tag Toilette im Kopf. Kopf in Toilette. Jeden Abend mache ich. Jeden. Aber guck mal, das Ding ist, ich mache jeden Abend meinen Kopf zwar in die Toilette, aber nach Dubai fliege ich wie ein Businessman mit Krawatte und so. Die würden niemals denken, dass ich Kopf in Toilette gemacht habe, um nach Dubai zu kommen. Ja, weil das hart arbeitet ist, also deswegen... Wallah. Kopf in Toilette, Fuß, Hand. Diese Krawatte, was du trägst, ist das auch mit Kooperation? Lass
Inshallah, ich weiß, warum Barella keine Balenciagas hat, weil sein Kopf würde nicht mal in eine Toilette reinpassen, denke ich. Deswegen hat er auch noch nie. Ich hab's schon gemacht. Hey, aber Barella, ja. Wo holst du kein Dings da, Balenciagas? Ich weiß nicht, ich hab Haar und Klemme, ich setz mich dann drauf. Wallah, Harun, zeig mal deinen Account. Ey, was ist mit meinem Account jetzt? Barello, was ist mit meinem Account? Wallah, was machen wir? Schreib mir. Er sagt, schreib. Also Widerspruch. Junge, ey, weißt du, was Ferhat du bei mir sagt? Ich hab noch heute mit ihm telefoniert. Weißt du, was er sagt? Er sagt, 2000 Euro, um Account zu sperren. Er sagt, 2000 Euro, Wallah. Junge, und ich hab Dings gefragt noch. Hey, Bilal Gold dabei. Bilal ist drinne. Sein Schuh hat es auf Kopf. Hol ihn rein, ich pack direkt Balenciaga auf Kopf. Hol ihn rein, ich pack direkt auf Kopf für ihn. Denkst du, er kommt? Entweder ich pack meine Balenciagas auf meinen Kopf oder auf seinen Kopf. Oh, das ist ein Lebensmüde. Ey, was? Oh mein Gott. Guck mal, das ist an Bilal Miro. Wenn du jetzt nicht hier in diesen Live reinkommst, packe ich meine benutzten, dreckigen Balenciagas auf deinen glatzigen Kopf, okay? Auf deinen Eierkopf. Wallah, wallah, wenn mein Account wieder entsperrt ist, geht's erst richtig los wieder mit TikTok. Ich werde alles auseinandernehmen. Die haben noch gar keine Ahnung. Aber ich habe jetzt im Moment keinen Bock, live zu kommen wegen dieser scheiß Account. Wallah. Wallah, wallah. Wenn Account entsperrt ist, geht richtig los. Weißt du, wann Menschen Sachen vermissen? Wann Menschen Sachen anfangen wertzuschätzen? Wenn sie wechseln. Wenn wallah, sie wechseln. Ja. Du alte Sachen wolltest nicht. Jetzt sagst du, ah, hätte ich zurückbekommen, würde ich dies und das machen. Wallah, ja. Wallah, wallah. Ich will wieder meistgesuchter sein. Ich bin dir ehrlich. Von da nach da flüchten. Ehrlich jetzt? Aber ganz ehrlich, das ist auch eine Art von Kunst. Vielleicht stehst du drauf, vielleicht. Das ist wie Sklaverei. Du stehst drauf, wenn andere dich suchen und du musst dich verstecken. Fertig. Du hast immer noch diese. Ist Bilal Miro noch hier drin? Ist er noch hier drin? Keine Ahnung. Guck unten, du folgst ihm doch. Nein, ist er nicht. Ich hoffe, der alte Account von Harun kommt zurück. Leute, wallah, dann geht's los. Ich bin euch ehrlich. Dann geht's erst los. Also, ich bin dir ehrlich, also, dann geht's. Wallah, Harun, ich bin dir ehrlich, du bist wirklich ein Stabiler. Account muss wieder kommen, ja. Guck mal, ich tue einen Kollegen von dir, Harun. Ist das der Richtige? Ja. Salam alaikum, wie kann ich Bild zeigen? Salam. Harun, wie macht man das? Kamera wechseln. Du musst unten auf diese, unten. Schick ihn Einladung. Drück mal auf ihn. Drück auf ihn, auf sein Dings, auf Yasa sein Dings und dann ist da so Kamerazeichen. Drück drauf, er kriegt Einladung. Ach so, warte, ich hab. Geht nicht. Warum? Hey, Yasser, hast du mitbekommen, was gerade Harun zu Bilal Miro gesagt hat? Was denn? Kann ich nicht sagen. Sag mal, Herr Dollar, sag mal. Wie kann ich denn Kamera anmachen, Mann? Ich mach meine Schuhe auf seinen Kopf. Okay. Warum? Ja. Warum? Nur so. Ich glaube, Yasa ist zu alt. Achso. Kann man abbringen, wie die das erzählen, den? Die das sagt, einer sagt unten, einer sagt Einladung. Hast du gesehen? Ich schwöre dir, Umut, du bist. Hey, Umut, hast du mitbekommen, was er zu Bilal gesagt hat? Ich weiß, der Typ ist eingeschränkt, deswegen bin ich hochgekommen. Der nimmt den nicht mal ernst, also mich wird der sowieso nicht ernst nehmen. Aber ich glaube, er hat es gemacht wegen Hype. Warum, du bist ein Hund, warum? Der einzige, den ich ernst nehme, bin ich ehrlich, ist Yasa. Du Pisser, Alter.
Junge, sei mal leise, beleidige jetzt nicht mehr. Ich beleidige, wenn meine drei Eier wollen. Er sagt drei, ich nimm die, ich steck die in deinen Mund. Warum beleidigst du? Kleine Fotze, du. Weil er ein bisschen Kampfsport macht, dieser Knecht. Wallah, wieder Kampfsport, sagt er. Alles gut, alles gut. Ja, alles gut. Mal nach Hamburg, mein Bester. Ich steck Morays Kopf in dein Gött, dein Kopf in Morays Gött. Kann man Sengel, erstmal Hamburger. Und allerdings sein Kopf in dein Gött. Tam, okay, send Tektekel. Ja, ich komm allein, ich schlage euch alle kaputt. Ich schwöre auf Allah machst du nicht, bei Allah. Doch, Wallah. Tam, okay. Taib, okay, er macht Kampfsport, er hat sich zu The Rock gemacht. Wallah, geh mit MC Kampfsport. The Rock, The. Aber Yasser, was sagst du zu das alles? Zu was denn? Zu dieses ganze Sache. Welche Sache? Mit Schuhe auf Kopf fahren und... Interessiert mich nicht. Aber du hast doch gesagt, du bist für uns alle da. Ich bin doch gerade da. Wo bin ich denn? Nein. Er muss wissen, was er macht. Aber warum? Was war der Grund? Warum? Was hat er? Hat er dir was getan? Wer? Der Bilal, hat er dir was getan? Hat er dir irgendwas gemacht? Nein, er hat das einfach aus dem Mix. Er hat mal seinen Schuh auf meinen Kopf gepackt. Ohne meines Willens. Aber das war doch Schnee von gestern. Ja, aber heute habe ich mir überlegt, ich will meinen Schuh auf seinen Kopf packen. Du denkst nur an Schnee, Jasse. Schnee. Chill mal. Wallah. Was meinst du mit Schnee? Wer hat Schnee gesagt? Das war Schnee von gestern, hast du gesagt. Ja, das Junge, war... chill mal, ihr denkt auch... Vergangenheit. Yasser, Wallah, das sind Kinder, die denken, du ziehst oder so. Ja, Allah, was habt ihr für Gedanken, Wallah? Harun. Die können denken, bis die grau werden. Alles gut. Ja, Wallah, ja. Du siehst nicht so aus, als ob du ziehen würdest. Wenn ich ziehen würde, würde ich es sagen. Ich schäme mich nicht. Wenn ich was mache, ich stehe dazu. Aber warum redet ihr über Schnee von heute? Aber Schnee kommt doch erst Januar. Aber Harun, er ist älter, also eigentlich durftest du nicht sowas machen. Aber Schnee kommt doch Januar. Aber Schnee kommt doch Januar. Aber wer ist dieser Umut, dass er mich beleidigt? Umut hat doch gerade gesagt, er hat drei Eier, nicht zwei. Ja, okay. Er redet viel, wenn der Tag lang ist. Aber da hat auch was zu sagen. Harun, da muss ich dir recht geben. Oha. Ich weiß. Dankeschön. Umut, da muss ich dir recht geben. Junge, er geht in den Ring mit Holländer und denkt, er ist neuer Profiboxer geworden. An alle, die hier im Chat sind, Salamu alaikum, wie geht's euch, Leute? Alhamdulillah, hat geschmeckt, 25 Sekunden. Du sagst, ja, dieser Holländer, aber das, was er verdient, da dort musst du vielleicht 3 Monate Kopf in die Toilette tun. Ja, Wallah. Nein. 3 Monate und ich weiß nicht, ob du das rausholst. Niemand. Vor ein paar Wochen, ein paar Monaten hat er noch diese Ding, Islam-Content, dies, das gemacht. Jetzt kommt der, beleidigt mich wieder. Junge, ich mach was ich will, du Lutscher. Was willst du machen, du Knecht? Tut mir leid. Du bist so krass, Alter. Schau mal, wie du aussiehst. Schau mal, wie der auf krass macht, ja? Wallah, du bist ein Lutscher. Ich mach nicht auf krass. Du bist ein Lutscher, Wallah. Du hattest noch nie Hype auf dieser App. Ich schwöre bei Allah, du hattest noch nie Hype auf dieser App. Du bist jemand, der anderen hinterhergelutscht ist, um ein paar Zuschauer zu haben. Weiter? Ich hatte auf dieser App 30.000 Zuschauer. Scheiße. Weil meine Eier wollen. Weil ich kacke auf deine Eier. Ja, mir ist scheißegal. Eib, was du machst. Nein, du ist nicht Eib. Wenn diese Pisser so reden, er dann redet so. Über. Wegen mir, wenn du mich magst, geh nicht auf seine Mutter. Wenn du Allah liebst. Ich auch nicht. Wallah, geh ich nicht. Bei Allah. Ja, also. Und Umut, erwähne einfach seine Mutter überhaupt nicht. Ich hab doch nicht seine Mutter beleidigt. Mal, du bist so hohl, du weißt nicht mal, was Yasser meint. Du bist so hohl. Fresse, so Hund. Ja, Wallah, da hast du recht, Harun. Er weiß nicht mal, was ich meine. Er redet mit dir über einen Hype. Sag ihm doch,
Du hast kein Hype. Du bist ein Neuner. Das kann man doch alles verstehen. Ich hab nur gesagt, warum er Hype hat. Warum er Hype hat. Okay, was war davor, als ohne diese Mutter-Thema? Hatte ich auch jeden Tag 4.000 Zuschauer. Sextapes gedreht. Wenn meine Eier Bock haben. Ich habe morgen 10.000 Zuschauer, wenn meine Eier wollen. Aber ich will diese ganze gedreht Scheiße. Hast mit irgendwelchen kleinen Kindern, du Hund. Junge, halt mal deine Fresse, du Knecht, Mann. Weißt du, guck mal, egal, er geht auf diese Schiene. 50 Kilo. Die Leute bist... Egal, okay, komm nach Hamburg, komm nach Hamburg, komm nach Hamburg. Oh, hab ich Angst. Ist Moré dein Schutz jetzt? Komm, komm, Sen Tektek, gell. Guck, was mit dir passiert. Sen Tektek, gell, Walla, gell. Streuselkuchengesicht, Alter. Alles gut, du Peach, du, Walla. Oha! Walla, ey! Na, sehen doch. Leute, ich gehe, das wird mir zu viel. Du bist der größte Peach, Harun, Marello, Marella und Walla, Salam alaikum. Verpiss dich raus, Harun. Wen meintest du für... Ich meine Harun, den Peach. Vater ist hier, Mutter ist hier, Amonim, auf diese App. Der sagt immer noch Hype, Amonim. Guck mal, wir tun ein Hoja Abi. Der euch... Hoja Abi, guck mal, wie die sich beleidigen und so. Ja, guck mal, ich tue Harun live, rede darüber. Guck mal, Yasser, vielleicht kommt er wieder. Weil du dabei bist. Weil du dabei bist und du gibst es... Bruder, Umut, mein Bruderherz. Jetzt geht's wieder auf mich. Nein, Leute, ich bin gerade reingekommen. Ich weiß gar nichts. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was passiert ist. Aber wir sollten uns hier nicht so gegenseitig fertig machen. Vor allem Harun ist jetzt jemand, er versucht sich zu verbessern. Ja, er versucht sich zu verbessern. Sein erster Satz zu mir war, ich tue meinen Schuh auf deinen Kopf. Like, Junge, du redest über Mutter, du kleiner Knecht. Okay. Du redest über Mutter. Okay. Ich habe nur gesagt, warum du Hype hattest. Ich hab nicht über deine Mutter. Aber warum redest du? Warum nimmst du überhaupt in den Mund meine Mutter? Warum? Okay. Ich hab nicht deine Mutter in meinen Mund genommen. Alles gut, das war bestimmt ein Missverständnis. Harun, du bist sehr korrekt. Umut ist sehr korrekt. Ihr seid doch anständig. Ihr seid doch gar keine Leute, die. Ich mag deine Mutter, machen. Harun. Ich hab nichts gegen deine Mutter. Und Harun, guck mal, wie er redet. Umut ist auch nicht. Was soll ich sagen? Harun, Umut ist. Junge, wie du magst deine Mutter beleidigt. Nicht. Was redest du? Harun. Wie willst du mögen? Ich hab nichts gegen sie. Hä? Was ist los mit dir? Er meint das nicht so, Harun. Er ist keiner, der Mütter beleidigt wurde. Er ist keiner, der Mütter beleidigt. Das Ding ist, Islamkes, guck mal, seine Mutter ist tot. Ich habe sogar gerade Allah Irhamu gesagt, er redet immer noch mit meiner gegenüber deiner Mutter haben, aber. Er meint es wirklich nicht böse, Harun. Er ist nicht so einer. Okay, er beleidigt keine Mütter. Er kann doch nicht sagen, stell mal vor, ich sag einfach so zu Barella, ich mag deine Mutter. Ich kenne seine Mutter doch gar nicht. Wie kann ich sie mögen? Ja, aber er meint es nicht so böse. Er meint es nicht böse. Ihr habt euch einfach missverstanden. Ja. Auf jeden Fall, wir dürfen uns hier nicht so fertig machen. Umut, Bruder, guck mal, Harun ist dein kleiner Bruder. Du bist älter. Er versucht sich hier zu verbessern und er hat sich auch wirklich verbessert, Alhamdulillah. Natürlich ist keiner perfekt. Habibi, Wallah, diese App juckt mich nicht mehr. Du siehst, ich weiß, Habibi, juckt mich nicht, geht die ganze Zeit live und wollte gegen seinen Account. Bruder, ist doch egal. Ich war seit 3 Tagen nicht live, mein Bester. Sei leise, nimm den Wape in den Mund jetzt, sei leise. Umut, Bruder. Guck mal, wie er redet. Sei keine Peach, Mann. Du Kampfsport machst, selbst du bist ein Mann. Peach. Umut, Bruder, beruhig dich. Deiner Lutscher, Wallah. Aber nur. Wenigstens kennt meine Mutter die ganze App. Umut, du übertreibst schon, Wallah. Der Junge versucht dich zu ändern. Du gehst ganz indirekt auf deine Mutter. Dann soll er mich nicht beleidigen, dann sag ich nichts, Alter. Hammer, aber der macht doch nichts. Wenn du mich nicht beleidigen, dann geh ich nicht ab, fertig. Ach, ich habe ihn nie beleidigt. Ich bin hier reingekommen, er hat mich als Erster beleidigt. Der hat angefangen, ich habe nicht angefangen. Aber dann okay, beleidigt Spaß, mich. Du hast gesagt, dein Schuh auf meinen Kopf, warum sagst du sowas? Okay, und du redest gerade über meine Mutter. Ich habe ja nicht gesagt, dass deine Mutter irgendwie irgendwas ist. Junge, aber du sagst, deine Mutter kennt jeder, was redest du da? Der kennt nicht jeder jetzt. Erzähl mal ein bisschen, Wallah, Umut, das ist voll uncool, Bruder, ohne Spaß, voll uncool. Ja, zeig mich doch an. Nein, der macht doch, der geht doch extra nicht auf Eltern, der versucht sich zusammenzureißen, du kommst, du produzierst die ganze Zeit auf Eltern. Ja, Pech, ihr habt mich so gemacht. Sei leise. Ja, nein, Umut. Ihr habt mich behindert gemacht, ich weiß selber nicht, was ich sage. Alles gut, Umut, mein Bruder. Guck mal, Umut, du bist anständig. Du hast ein Kuchengesicht, Alter, red du nicht mit deinem Cap. Lass dich nicht provozieren, lass dich nicht ärgern, Bruder, Umut, beruhig dich, mein Bruder. Du bist nicht so jemand, der so ist. Entspann dich, mein Bruder. Ihr habt euch missverstanden, ist alles gut. Findest du das nicht gut, wie Harun geworden ist? Ehrlich, von Herzen. Ja, ist ja gut, dass er irgendwie Bilal Miro Dings auf Kopf schubt. Nein, Bruder, sei wow, der Umut, ja. Er beleidigt die ganze Zeit. Alles gut, ja, Islam, bis Wallah mit ihm zu diskutieren. Bitte geh nicht, Harun, ich will deinen Hype, Harun.
Aaron, ich will aber deine Umut. Umut, ja? Bruder, ganz kurz bitte. Du bist doch hier der Ältere. Wallah, ich will nicht mehr der Ältere sein. Alles gut. Wallah, mir gegen solche brauchst du nicht Ältere sein. Aber du bist anständig, Maschallah, normalerweise. Bruder, ja, nee, ich komme hier rein, ich sage ihm gar nichts. Er sagt zu mir, ich tue diese Balenciaga auf Haruns Kopf, sagt er auf, Umuts Kopf, sagt er auf einmal. Ja, aber geht nicht falsch. Auf Familie oder so. Ist natürlich falsch, ist natürlich falsch. Aber Bruder hat doch versucht, dich gerade so zu verbessern. Sagt, ja, und so. Ich habe mich hochgelutscht bei irgendwelchen Leuten, Digga. Ja, Bruder, du sagst Sachen, er sagt Sachen, die einen verletzen. Barella, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was. Der ist gar nicht dabei, ja. Also körperlich ist er eher geistig. Da sagt, ich weiß nicht, was abgeht. Leute, ist doch egal, wer jetzt recht hat und wer nicht recht hat. Egal, wenn ihr mich hassen tut, dann entfolgt mir, Alter. Ihr verpisst euch dann von mir, Alter. Was wollt ihr da unten? Ja, Leute. Spannt euch mal. Alles gut. Man denkt, ich brauche euch unten, Alter. Umut, ey, Umut, ehrenlos, Umut, ah, schön. Ja, ihr entscheidet, was ich bin oder was. Ach, ignorier die, Bruder. Die sind alle, die meckern immer, die haben immer irgendwas aus sich. Aber die meinen es doch so. Die meinen, der Junge ist rein, der versucht zu eng. Guck mal, egal was du zu Aaron sagst und so, ne, wallah, ich bleib neutral und so, okay, vielleicht übertreibt er und so, ne, entschuldige dich nur bei Mutter und so und dann sag zu ihm, sag Ehre auf deinen Kopf und so, aber wallah, sag das nicht mit Mutter ich und so. Ich hab seine Mutter nicht als irgendwas betitelt. Ja, aber ganz kurz. Leute, ganz kurz, guck mal, das, was passiert ist in der Vergangenheit mit diese Geschichten mit Harun und Mutter und so weiter, ist eine Katastrophe, wirklich, ist eine Katastrophe und keiner von uns würde sich sowas wünschen. Und deswegen, das Thema sollte gar nicht mehr angesprochen werden, zugemacht werden. Ja, und wenn man das erwähnt wurde, ist auch normal, dass jemand dann richtig sauer wird, weil man denkt sich, krass, man benutzt so etwas gegen einen, was eigentlich übertrieben schlimm ist. Dann verlässt sich dementsprechend verhalten, wenn er auch so in so einem Punkt. Ja, er hat eine Angriffsfläche, wir wissen das, aber trotzdem, Bruder, so auf diese Sache zu gehen, ist meiner Meinung nach sehr niveaulos. Auch wenn er vielleicht Sachen macht, die schlimm sind, aber das geht nicht, dass man auf er versucht sich auch zu ändern, wallah. Wallah, Respekt an Harun, dass der sich zusammengerissen hat, der hat noch gesagt, Allah yarhama seine Mutter. Der hat sich wirklich gesagt, also Harun, ich bin stolz auf dich, mein Bruder, wallah. Bruder, egal, scheiß jetzt drauf. Ich bin bereit, mit ihm Khair zu machen, wallah. Er soll sich dafür entschuldigen, alles ist gut, wallah. Mashallah. Guck mal, Harun. Ja. Nicht weiterreden. Aber Umut, Bruder. Ja, entschuldige dich auch für die. Alles gut, ich nehme an, alles gut. Guck mal, er will sich krass hier fühlen. Alles gut, ich bin ein Kampfsportler. Du verhältst dich gerade, Harun, du verhältst dich gerade sehr gut und sehr reif. Ja, Harun, du machst Fans gerade, alles gut, bleib so, wie du bist. Ja, Umut, Bruder, das ist Harun, nicht. Bin ich wie Harun, du von morgens Harun, bis abends live. Nein, ich hab ja. Ein anderes Leben. Harun, Kalifornien. Aber Umut, Bruder, du verhältst dich gerade nicht gut. Sei bitte auf. Wenn der vor mir stehen würde, ich würde ihn auslocken. So krass hasse ich ihn gerade, deswegen. Alles gut, okay, tamam. Oh, er ist gerade sauer, Harun, egal. Nein, egal, was er jetzt sagt. Deswegen rede ich so, deswegen. Unterschätzt nicht Harun, Bruder, unterschätzt Harun nicht. Naja, ich Bruder, Ali, nicht. Natürlich haut er mich weg, aber er macht diese 12 Videos und so unterschätze ich auf jeden Fall nicht. Leute, guck mal, okay, ich sage euch, was gerade Sache ist. Umut ist gerade sauer. Er ist gerade sauer, wir müssen ihm jetzt gerade seine Zeit geben, Khair, inshallah. Lasst einfach nicht darüber reden. Er braucht vielleicht kurz seine 5 Minuten und danach wird wieder alles gut sein, inshallah. Alles gut. Inshallah. Passend zum Thema. Unterschätzt Harun, inshallah, der war lustig. Harun, bester Boxer, Allah. Wallah, Barello lässt den Wave rauchen. Das Problem ist, warte, okay, er erwähnt gerade, dass ich Vape rauche. Das ist doch aber eine Sache zwischen. Ja, du brauchst gut, wallah. Aber dafür muss ich doch vor Allah stehen. Ja, dann steht doch vor Allah, was soll ich machen? Inshallah stehe ich irgendwann vor Allah. Inshallah. Alles gut, ja. Vape ist immer schlimm. Umut, mein Bruder, willst du dich kurz beruhigen? Ich beruhige mich doch, ich sag doch gar nichts. Na, mein Bruder, alles gut. Guck mal, hier, inshallah. Das Ding ist, wenn man sauer ist, es gibt einen richtig schönen Hadith, das passt jetzt zum Thema. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, إِذَا رَدِبْتَ فَسْكُتْ. Das heißt, wenn du zornig bist, dann sei still. Guck mal, wie krass, wenn du zornig bist, soll man still sein. Ja.
Und es gibt einer dies, es gibt zwei Optionen nur. Entweder rede Gutes oder schweig. Ja, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen, ist auch ein Hadith. Aber den Hadith, den ich meine, guck mal, wie krass dieser, wie weise, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du zornig bist, dann sei still. Warum? Weil, wenn du im Zornzustand sprichst, du wirst es im Nachhinein bereuen. Jeder von uns kennt das. Wenn man wütend ist, man sagt, dann, wenn man wieder runtergekommen ist, man denkt sich, aber ich finde Aaron krass, dass er sich schnell beruhigen kann und so, ne? Das ist auch eine Eigenschaft, dass man, normal. Nikotinflash, dann zieht. Getroffen, alles gut. Lass ihn kurz sein, er braucht kurz seine Zeit, alles gut. Ey, mach mal Kamera aus, bitte. Ich finde dich lustig, walla. Ey, Moin. Hier, guck, hier ist meine Vape. Hier voll ist meine Vape, Banane 1. Die ist Banane 1. Voll bei dir rein. Schaffst du deine Fresse, Digga? Verpiss dich, mach mal Kamera aus, walla. Nur einer, der. Ich habe eine andere Frage. Warte, ich habe eine andere Frage. Als deine Mutter von 5-9 beleidigt wurde, warum hast du dich da nicht gewehrt? 4-2. Warum hast du dich so wie entschuldigt mit deiner Katze? 4-2, nicht 5-9. Als die Jungs, die Tschetschener, deine Mutter beleidigt haben, warum hast du dich dafür sogar entschuldigt? Und hier machst du einen auf Mann gegen mich? Ich habe nicht da entschuldigt. Ja, aber die haben deine Mutter beleidigt. Ich habe schon da meine Antwort gegeben. Die Videos müsstest du gesehen haben. Ja, du hast dich wie eine kleine Katze entschuldigt. Mir hast du nicht, du Pisser, Mann. Walla. Ja, war das doch nicht einer. Die ganze Zeit warst du cool, jetzt hast du kaputt gemacht. Offiziell. Islam ist. Alhamdulillah, dir, mein Bruder? Alhamdulillah, Bruder. Sehr schön. Mashallah, auch eine schöne Seele, die diese App bereichert, Mashallah. Shukran, Habibi, Shukran. Harun, bleib stabil, Bruder, lass dich nicht provozieren. Bis jetzt, du warst der Schlauere. Und Umut, hör auf, Umut in den Kommentaren zu hänseln. Voila, ich bin euch ehrlich, wenn Aaron und Umut sich streiten, ist lustig, solange es nicht auf Familie geht, voila. Oder er hat schon auf Familie gegangen. Ja, nee, sonst ist lustig mit euch, voila. Ihr müsst beide mit Humor nehmen, aber solange auf Familie geht, dann gibt es keinen Humor mehr, voila. Barella, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist in letzter Zeit... Du bist eigentlich, wenn solche Themen sind, du bist in der Vergangenheit immer am Start gewesen, aktuell, du bist... Top, bleib so wie du bist. Mach ein bisschen den Comedy-Content und so, aber mach diese Fitness nicht mehr. Diese Beleidigung nicht mehr. Ich warte eigentlich nur auf Harun und sein Comeback. Wie findest du die Veränderung von Harun? Ich finde wirklich gut. Ich schwöre. Ich finde. Schau mal. Oder ihr tut so, als ich gehe inshallah, ich will inshallah jetzt nach Mekka fliegen, besserer. Auf Allah Islam, ein Kollege von mir ist gerade in Mekka und er hat mir, ich bin dir ehrlich, ich will nicht über seine Sünden reden oder so, aber er war auch jemand, der sehr, sehr in dieser Dunya gefangen war und er ist gerade in Mekka, auch jemand, mit dem ich jeden Tag war, der meine TikTok-Szenen kennt. Der ist gerade in Mekka und er hat mir auch gesagt, seitdem ich hier bin, ich weiß erst richtig, was der Islam ist, Wallah. Das ist es, mein Lieber. Du musst dranbleiben. Diese Prüfungen kommen immer. Versuchen dich wieder runterzuziehen, wenn du dich ändern willst. Leute, Menschen, egal, Djinn. Du musst einfach dranbleiben, Bruder. Ja, und bei ihm ist auch noch das Krasse. Er war sehr, sehr schlimm. Und dann Mekka auf einmal ganz anderer Mensch jetzt, Wallah. Momo, mein Bruder, Assalamu alaikum. Aber Harun, warum machst du Comeback, damit wir App auf Kopf stellen, auf Kopf? Allahumma barik, möge Allah nur segnen, fertig. Ey Momo! Ja? Lang hast du deinen Kopf nicht mehr auf Toilette getan? Du hast gestern zweimal, schäm dich mal, Harun hat sogar gepostet auf Instagram, hab ich gesehen. Und aber Renno, hast du neue Küche? Nee, ich bin bei meiner Tante. Nachdem du deinen Kopf in Toilette gemacht hast, direkt sauber oder lässt du noch ein paar Stunden? Nee, mit weiterleiten.
Hojabi muss man alles machen, nachdem man... Das ist gut für die Haarwurzel. Also mit Klobürste Haare kämen auch, glaube ich. Das ist für Haarwurzel wirklich gut und so. Das ist genau wie Minoxidil, habe ich mitbekommen, stimmt? Marcello, muss man danach gut so machen oder wie ist das? Wer hat sowas gemacht? Wie, wer hat sowas gemacht? Wer sowas macht mit Klobürste auf Haare sauber machen und so. Was. Bah, Digga. Was ist gerade los? Das hat dieser Moment gemacht. Was ist denn das hier? Wie auf sowas kam? Frag mich nicht. MashaAllah, Allah mabarak, Momo News, Habibi. Momo? Wie geht's dir, Ali, Bruder? Alles gut bei dir? Deine Augen, MashaAllah, schöne Geräusche kommen von dir. Möge Allah dich segnen. Ich hab dir ein Ey, liebt ihr Käse Mozzarella? Jo. Ja, Baba, oder nicht? Ja, ich feier. Ich auch. Liebt ihr es, mit Klobürste Haare zu kämmen? Mit Toilette? Liebst du es, Kopf in Toilette zu machen? Momo! Momo, du bist nicht normal, ja, wie du auf sowas kommst. Oder dafür hat Momo News was Gutes gemacht. Er hat einen Brunnen gebaut, was viele noch nicht machen oder machen würden. Umut, achte auf Chat bitte! Umut! Und du, Defne, auch! Das ist mein Tor, oder ja, da. Jeder, der gegen Umut schreibt, ist ein. Junge, ist das was gerade? Dieser Chat ist grausam hier bei Barello gegen Umut. Warum schreiben die alle Umut Tanga? Was hat das auf sich? Das ist so schlimm, das fragt man deine Mutter, warum liest. Das ist nur Beleidigung. Habibi, Umut auf die Eins. Hört auf damit, Leute. Wallah, Aib. Hört auf damit. Hört auf damit. Warum? Frag mal jemand, warum die das schreiben. Warum schreiben die das, Umut? Frag mal jemand, warum die das schreiben. Wen denn? Keine Ahnung, frag einfach jemanden mal. Hört auf mit dieser Umut-Tanga, Leute. Wallah, nicht korrekt. Ich gehe gleich voll auf seine Familie ab. Ich schwöre aber von A bis Z. Nein, Umut, mach das nicht. Bei Allah, ich flipp gleich aus. Ich schwör's dir. Umut, lass mich nur deinen kleinen Kind triggern, ich bitte dich. Monarudo. Umut, hab Sabr, Mann, du fährst R8. Was für Sabr, Alter? Was hast du gesagt? Der fährt R8, Mann, der muss Sabr haben. Was ist denn was gerade, Alter? Aber was geht am Auto? Das sind alles so 1,50 große Männer, die vor mir gar kein Fresse haben. Umut, ich meinte doch damit einer, der R8 fährt, der lässt sich doch nicht provozieren. Halt du deine Fresse, Mann, da unten. Umut, sag mal ehrlich, wie viel Geld hast du Holländer bezahlt, dass er aufgibt? Genau, wie lange hast du ihn einen gelutscht, damit der mit dir befreundet ist? Warum ist er abhängig, dass ich mit dem befreundet sein muss? Bist du dumm? Halt die Fresse. Umut, hör auf, solche Worte zu sagen, sonst wirst du gesperrt. Umut, was kostet ein R8? Chillt mal, Umut macht Kampfsport. Er würde uns alle direkt ausmachen. Nein, ohne Scheiß, würde mich interessieren, was kostet zurzeit ein R8 in Deutschland? Achtmal Kopf in Toilette, R8. Achtmal Kopf in Toilette. Umut, er würde uns alle direkt ausmachen. Hey, warte mal, Islamkurs ist einfach rausgegangen, der ist krank. Bei dem Internet bestimmt. Ja, weil Umut wieder anfängt, so Schimpfwörter zu sagen, Alter. Umut, mach sowas nicht, Walla. Vor allem aus Respekt zu Momo, weil er mit Klobürste Haare kennt. Und weil er die größte Maskara auf dieser App, ja. Toilette, der hat immer noch den Titel Erste Flaschensitze auf dieser App, Walla. Islamkurs hat gerade gesagt, dass er keinen Bock auf euch hat, weil ihr zu viel Maskara macht. Zu viel Beleidigung. Hast du schön gemacht, Umut, hast du schön gemacht. So viele Beleidigungen, ja. Ich weiß auch nicht, Digga, das ist bei denen, das geht so schnell bei denen, ich weiß nicht. Umut würde uns alle ausmachen. Weiß jemand, was R8 zurzeit kostet in Deutschland? Einfach, ich werde zum ersten Mal gemobbt. Harun. Aber Bruder, warum Umut GBS? Das macht keinen Sinn. Hast du irgendwas mit GBS, Digga? Ja, Umut. Sofia, sei du leise, YouTuber. Ey, guck mal, wieso wir das extra liest, aber Umut, du traust dich nichts, weil er macht ein YouTube-Video gegen dich. Digga, wenn er...
Ich mag ihn, aber hätte ich jetzt vorgelesen, hätte er schon längst direkt geschossen. Merkst du was? Nein, Jungs, ey, ich gehöre nicht zu eurer Truppe, chillt mal. Was? Haru. Ich gehöre nicht, ihr seid Kollegen untereinander, das ist was anderes. Haru, kannst du nicht Umut auch auf den geraden Weg bitte bringen? Wallah, der beleidigt so viel, Alter. Er würde Leute ausnocken, chill mal. Er geht wieder auf seinen Sportart. Er macht doch Kampfsport, chillt mal, er knockt jeden aus direkt, wer vor ihm kommt. Ich mach Kampfsport und du drehst Sextapes, du Schwanz. Oh. Normal, so muss das. Ja. Er ist nach Hannover gekommen, er hat wie ein Fanboy mit mir. Wenigstens mache ich Fanboy-Videos anstatt Sextapes mit Frauen, wie du. Okay, dann beweis mal. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab das Video. Wow. Okay, warum deckst du aber Sachen vor 3-4 Jahren auf? Gar kein Problem, Alter. Das sind 4 Jungs in einem Zimmer, 3 Mädels, Alter, die machen Dings Krieg am Rücken. Okay, aber du deckst doch gerade meine Sünden auf. Ja, eigentlich ist Umut bei dir eigentlich krank gegen wegen Kinderpornografie. Da war der noch minderjährig. Aber ich hab da auch Sachen mit Chica gehört. Also, aber ja, Chica? Ja, sicher, ja. Nee. Barella. Ja. Du bist der einzig wahre King hier, Alter, aber du bist heute ruhig. Junge, was für ruhig, der checkt nicht, was gerade abgeht. Der ist geistig nicht da. Hol mal Elias rein, diesen Kampfsportler. Hol mal Elias rein, diesen Kampfsportler. Welchen? Elias, das ist doch dieser Kampfsportler. Ah, der ist auch Kampfsportler, ja, hab ich vergessen. Was hier? Oh, nein. Ja, doch. Aber Umut, ich bleibe nicht nur im Internet, weil vor dir komme ich nicht. Du würdest mich direkt ausknocken. Wir haben den Sei leise, Lejanko hat dich ausgenockt, sei leise. Nicht, dass du, wenn ich vor dir komme, du mich mit einer Wumme direkt ausknockst. Harun, wir Angst haben deine Eier blasen, Murray, meine alles Eier vorbei, Harun. Oha. Was? Wer an deine Eier vorbeigeht, muss erstmal meine Glatze vorbei, Bruder, ich sag dir. Wallah, Elias knockt sogar Umut hart auf hart aus, ich bin ehrlich. Ja, Bruder, die sind alle Profikämpfer. Wallah. Der nächste Lutscher ist jetzt reingekommen. Ja, du bist der größte Lolli, Lan. Wallah, Mann, ich hoffe Koran. Du, Umut, wirklich, warte mal. Erstmal einen vernünftigen Alter, Gegner, Digga. Ja, Alter, warum seid ihr alle so neidisch auf mich? Sag mal, leise, Islamküste. Boah, jeder redet über mich, Alter, ich schwör. Ja, du bist fan mit deinen 50.000 Abos. Warum sei leise, du Streuselkuchen-Gesichter. Digga, so Umut, der Einzige, und Leute, der Einzige, der Solo gegen Squads machen kann, ist 42er. Die anderen können das nicht. Alleine gegen alle. Ja, ich merk schon, weil der beleidigt Mutter aber und so. Das ist schlimm. Ja, dieser Pete, hol ihn mal gar nicht mehr rein, der hat ihn hier beleidigt. Alle, jeder, der Mutter beleidigt, wir müssen alle gegen ihn sein, alle. Umut, was hast du mein, warte mal, Umut, was hast du meinen Kollegen Aladdin geschrieben, irgend so eine Scheiße? Gar nichts. Warum schreibst du ihm sowas? Weil ich will, was willst du machen? Junge, was ist los bei dir, Digga, wie redest du? Was hat er geschrieben? Digga, er soll mich doch anzeigen. Barello, hol ihn mal kurz rein. Er hat dich auch gerade abonniert. Aladdin. Also was schreiben jetzt schnell bitte? Er hat dich abonniert, du siehst das direkt. Schreib mal was, Aladdin. Ich meine, ich folge ihn nicht. Warte. Ja, so was schreibe ich jetzt. Die Idee hat er geschrieben. Wie viele Abonnenten hat er? Keine Ahnung, Mann. Irgend so ein Account. Da hat er dich, warte. Hier 11,5. Ey, Umut, eine Frage. Habe ich dich jemals beleidigt oder irgendwas Falsches gemacht? Ja, hast du. Wann? Immer, wenn du live kommst. Was immer, wenn ich live? Ich war ein- oder zweimal mit dir live. Ja, 3-4 Mal. Okay, 3-4 Mal. Was habe ich gesagt? Chill, Aladdin, er macht Kampfsport, er knockt uns beide aus. Er merkt selber, was ich gemacht habe. Der kommt aus dem Nix und fängt an, mich zu beleidigen. TikTok soll bei dir reingehen. Aber Umut, ich habe dir meine Adresse geschickt, alles gut. Wenn du so ein krasser Typ bist, dann komm her. Wenn nicht, dann lass es einfach sein. Das sind alle Mafia geworden, ja? Nein, stark, kein Mafia. Mann, was ist denn überhaupt euer Problem? Ich verstehe das gar nicht. Warum schickt er mir ein Auto? Oder ziehst du deine Nachricht wieder zurück? Junge, der doch nicht mal schon. Rede mal anständig, Mann, der ist älter als du, Mann.
Es geht doch nicht um Alter, es geht um Respekt. Was hat er anscheinend nicht. Was hast du Palme auf deinen Kopf hier, Salami? Guck mal, wie frech der wird. Lag, wer bist du jetzt? Mann, Junge. Der Kelb, Digga, ja. Hast nicht mal, Kelb, Junge. Hast nicht immer zwei Schamare unten, Digga, bellst hier drum, Digga, beim Schimmer. Lag, du hast Fuß. Der geht dann ran. Ja, abonniert einfach links, Morello, Digga. Wer hat dir denn das Gehen geschnitten, oder? Besser als Bauchnabelsing zu haben, ne? Hey, lass doch Aladdin, ja. Walla, der redet mit Fußlakete. Hä, ja, warum abonniert er abonniert Barello? Er feiert Barello. Bro, er abonniert ihn einfach. Ich hab aber einfach abonniert, damit schreibt. Abonnenten von Barello schießen oder was? Tschüss, ja. Kings, ja? Als ob das jetzt was Besonderes ist. Also er hat ihn abonniert und so, bitte hol ihn. Ich habe gerade eben abonniert, damit schreiben kann, weil der Chat ausgemacht hat. Aber okay, alles klar. Digga, die hassen ja alle die mehr als mich auch nehmen. Walla, Aladdin lockt sogar Umut aus, hart auf hart. Sag nicht, Walla. Ja. Warum? Hey, Aladdin, guck mal, was die dir für einen Namen gegeben haben. Die geben jeden einen Namen, der neu reinkommt. Die haben dir Analdin gegeben. Ja, die sind richtig krank, ich schwör mal, Aladdin. Aladdin ist krank. Oh, Allah, Chat ist hey, Leute, warum schießt keiner gegen Sofian? Der macht sich gerade lustig, GPS, MIPS und so. Allah, ich lache nur dir über den Humor, der ist einfach geisteskrank. So, warte mal, Ali ist doch dieser Tierpfleger, ne? Ich bin ein Tierretter. Ohne Tierretter, ja. Der pflegt auch ab und zu um. Die schreiben Schufi an. Allerbeste Chat. Sufia GPS. Aber Ali, was habt ihr für Harun, Spitzname, Harun? Guck mal, er sagt Harun. Lass mich mal sagen, was ist gar kein Problem. Dieser Chat ist geil, der Chat überhaupt. Geisteskrank, Digga, Alter, was die schreiben. Aber bei mir, die übertreiben, Walla, die schreiben so Dings und so. Scharmutia, Walla. Harun, die schreiben Scharmutia. Einer hat geschrieben, Harunson. Kinder jetzt. Einer schreibt Haruf. Scheiße, Schubian. Digga, Aladdin, boah, rede nicht. Scham, Harun. Junge, was ist dein Problem hier? Walla, dieser Sufian lacht irgendwie, als hätte ihn mal was reingeballert. Müssen wir was reinballern? Ich mach dich zackert. Du machst gar nichts, Habi, wie du weißt. Du hast dich bei Lajanko gemacht. Was? Wow. Du hast dich bei Lajanko gemacht. Ich übertreib gerade. Hab ich, alles gut. Ja, okay. Warte mal, Ilias, wolltest du gegen mich schießen, weil ich Tiere pflege oder was? Nein, du bist doch Tierpfleger. Alter. Wolltest du das so ins Lächerliche ziehen? Aber Ali, pflegst du auch einen Hund namens Umut? Also, wie oft am Tag gibt's einen Hund? Ich will den Ringarm nachräumen. Was willst du jetzt von meiner Eier? Was? Redst du mit mir? Nein. Leute, schreib nichts mehr über Harun unter, ja, Wallah. Harun, ich nehme nur also Fälle Leute, auf, wo noch Leute, einen haben. Boah, sowas einer schreibt, Sofian, laufen deine Klicks in dein Kinderzimmer nicht, oder was? Schau mal, was die eins runterschreiben, Mamone. Rede mal, rette mal deinen Kamele. Ali, ich will mit dir 1 gegen 1 im Ring. Ich rede nicht viel. Da sucht dir jemand in deiner Größe, ja. Ich küsse doch dein Herz. Du bist genauso fett wie ich, Digga. Entspann dich mal. Bis du in meine Liga kommst, musst du noch ein bisschen trainieren, mein Bruder. Da, wo ich hingekackt habe, musst du erst mal kacken können. Ja, bleib da, wo du bist. Mach nicht so TikTok-Dinger jetzt hier. Folg mir mal nicht zurück, Digga. Ich folg dir zurück, kein Problem. Wann du willst, wo du willst, ich bin bereit. Oder ich bin dir ehrlich, der Ilias kann gut boxen. Ich bin ehrlich, komm du und Ilias, beide zusammen. Junge, dieser Ilias, eine Klatsche, der geht rückwärts einkaufen. Ich, guck mal, ich sag dir was. Ich und Aladdin gegen Ilias und Umut. Ich schwöre, wir haben euch behindert. Abo. mit Umut ist nicht zu spaßen, chill mal ein bisschen. Umut kann kämpfen, Digga. Umut kann kämpfen. Nein, ich kann nicht. Wieder,
Ich pack Bilal Miro Schuhe auf Umut Kopf. Was für, er kann kämpfen, wallah. Sag, Bilal Miros Schuh soll bei dir reingehen. Ah, so stimmt, war ja schon. Ali Akari. Ja, Aries, Alter. Ali Akari, geil. Das ging. Bruder, diese Tierpfleger, sein letztes Video hat 70 Millionen Aufrufe, mein Bra, international. Was kriegt man, Sofian, was kriegt man für 70 Millionen Aufrufe mit dieser Beta? Mit YouTube, meinst du? Mit TikTok habe ich. Ja, keine Ahnung, bei TikTok kenne ich mich nicht mit aus. 70.000, oder nicht? 70 Millionen Aufrufe. 70.000 Euro. Meinst du? Ja, weil ein Million, also ein Mio ist 1.000. Wann überweisen die Maniac das, Alter? 3 Tage. Boah, oh, Babalad. Ich hab grad 70 rein. Tage. Soll bei dir rein. Ali, hast du dieses Beta-Programm? Ja, Bruder. Ja, stimmt. Ich hab ein Video gemacht vor letzte Freitag. Das hat einfach 70 Millionen Aufrufe gemacht. Aladdin, einer schreibt oral, oral, nal Aladdin. Oral. 70.000 Euro bei dir rein. Kann alles das? Hier, ich jetzt gerade drinne bin. Seit wann hast du da so viele Abonnenten, Amone? Bruder, ich sag dir, ich habe 70 Millionen Aufrufe. Wir haben 42er. Wir schreiben alle 42er. Dein Video über eine Minute? Wo 70? Ja. Wo 70? Ja. Bruder, das mit Chameleon, geh so 4 ja, Videos. Du hast echt 70 Millionen. Bruder, wir haben auf Instagram, das hat er gepostet, diese Tarzan, Real Tarzan, so aus Amerika, irgend so ein Star. Die haben mich zugeballert mit Ding, Anfragen, Kooperationen, was weiß ich was. Sag Mashallah. Kooperationen, was weiß ich was. Sag Mashallah. Inshallah, noch mehr Ali, Wallah. Was weiß ich was. Sag Mashallah. Warum wollen wir uns doch doppelt ein Tag? Osman Güzelan. Warum wollen wir uns doch doppelt ein Tag? Osman Güzelan. Warum wollen wir uns doch doppelt ein Tag? Mit 16 Ladekabel mit Wackelkontakt. Boah, wir haben einfach einen YouTuber hier drin, Sofian, einfach YouTuber. Boah, wir haben einfach einen YouTuber hier drin, Sofian, einfach YouTuber. Wir haben einfach einen YouTuber hier drin, Sofian. Junge, was das? Was das hier, Selemima? Topian, Topian. Was ist? Allah, Elias, du bist krank, Kopf. Junge, ich glaube, das ist dieser behinderte Sufjan. Er hat irgendein behindertes Handy. Ja, ich mein, was ist das für eine Scheiße, du Mächtige? Weil wir die Chopian, Mopian raushauen. Halt deine Schnauze, Junge. Leise. Aber hol mal Jamal rein, ich hab mit ihm noch was zu klären. Hol mal Jamal rein. Wallah? Er hat letztens gegen mich geschossen, wallah, wallah. Wallah, hol mal Kamal rein, ja. Kamel, komm mal rein. Jamal muss was schreiben, sonst kann ich den nicht irgendwie nicht ein. Der hat auch gegen mich geschossen rein. Gestern. Er hat letztens gegen mich geschossen, ich muss mit ihm reden. Warte, was? Nein, guck mal, Elias, wallah, für dich haben die auch einen Namen, Ikea. Ja, ich bin noch gut. Sag Sofian, ich dachte, du wärst schlagfertig und so. Du bist einfach leise, ja? Die machen auf dir Tantana, Matantana. Bruder! Sag dir ehrlich, mit diesem Chat und mit dieser Community, was willst du da beweisen? Das sind alles Zeug, die du Kinder hast, Baby. Du hast nur keine Chance, Bruder. Was ist Kinderminder? Machst du nur zu, behindert, Alter. Rede mal anständig jetzt. Wie redest du? Okay, Alter. Sofian, Attacke, Habibi, Attacke. Du kommst hier nur weiter mit Angriff. Verteidigung ist geil, Ali. Ja, Lack, ich rede mit, nicht mit Chopian, ich rede mit dir. Oha. Was sagst du zu mir? Chopian, Leute, gute Nacht, passt auf euch auf, Leute. Ich geh schlafen. Die haben mich genervt. Wir sehen uns morgen, Leute. Ich bin müde. Ciao, ciao.